Trotz Hausverbot hat er sich zur Gedenkstätte Buchenwald fahren lassen, der Thüringer Chef der rechtspopulistischen AfD, Björn Höcke. Wegen seiner umstrittenen Äußerungen zur deutschen Erinnerungskultur war Höcke der Zutritt zur Gedenkveranstaltung verboten worden. Ohne den Versuch zu unternehmen, in die Veranstaltung zu gelangen, dreht er sich nach einem kurzen Statement um und macht sich auf den Rückweg. Also ich habe Herrn Höcke selber gar nichts gesagt, weil in erster Linie ist die Gedenkstätte diejenigen, die das Hausverbot aussprechen. Das wurde mündlich gemacht. Es kam gar nicht mehr dazu, es ihm schriftlich auszuhändigen. Und wie Sie ja selber gesehen haben und wie er ja auch, glaube ich, geäußert hat, haben Sie dann den Abgang so wie geprobt vorgenommen und jetzt ist er weggefahren. So kann die Kranzniederlegung im Gedenken an alle Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald wie geplant stattfinden. Neben dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow nehmen dabei auch Überlebende der nationalsozialistischen Verfolgung an der Veranstaltung teil. Im Holocaust hatten die Nazis 6 Millionen Juden ermordet. 72 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz wird heute bundesweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In diesem Jahr gilt das Gedenken besonders den Menschen, die dem Euthanasieprogramm zum Opfer gefallen sind. Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen wurden von den Nazis systematisch umgebracht.